Das sind Hintertüren, nicht wahr? Für die Programmierer. Wie funktionieren die? In den Zylinderstiften ist ein Code versteckt. Eine Position öffnet ein Schloss. Und eine andere Position öffnet eine dieser Türen. Wir verstehen, dass die folgende Information schwer zu verstehen sein wird. Aber nichtsdestotrotz glauben wir, dass es sehr wichtig ist, um das ganze Bild zu sehen, wie unsere Feinde arbeiten. Mittlerweile solltest du verstehen, dass die Illuminati und die Elite geheime Rituale und Künste praktizieren. Der Grund, warum sie das tun, ist, dass sie, um ihre Ziele zu erreichen, nicht um die Gesetze und Regelungen des Universums herumkommen. Sie und ihr Meister, Satan, werden niemals über diesen Gesetzen stehen und niemand von ihnen wird das jemals leugnen. Also führen sie diese Rituale aus und kontrollieren diese Kraftlinien und Energiepunkte, um diese Gesetze zu ihrem Vorteil zu nutzen. Was du verstehen musst, ist, dass das Werkzeug weder böse noch gut ist. Ein Wirbelpunkt kann benutzt werden, um entweder gute oder böse Energie zu leiten. Deswegen ist ein Wirbelpunkt nicht sofort etwas Böses, aber es kann für das Schlechte benutzt werden. Dein Computer ist nicht böse, aber es könnte dafür verwendet werden. So sollten wir nicht direkt das Werkzeug als böse beschuldigen. Zum Beispiel, Pyramiden sind selbst nicht böse. Aber weißt du, warum die Elite es bevorzugt, sie zu benutzen? Wenn es um Energie geht, sind die Pyramiden sehr effektiv, wenn sie auf Kraftpunkte liegen, da sie bestimmte Elemente haben, die Raum und Zeit manipulieren können. So haben die Eliten von der Vergangenheit bis heute in diesen Strukturen dunkle Rituale ausgeführt, um dunkle Energie zu formen. Je mehr Dunkelheit existiert, umso stärker ist die Kontrolle der Eliten und der dämonischen Djinn. Je mehr Licht existiert, umso mehr Positivität, Güte und engelhafte Präsenz werden wir haben. Verstehst du nun den Kampf um Energien? Du solltest es verstehen, da sie von nichts zurückschrecken, um die Energie der Erde so dunkel wie möglich zu halten. Weißt du, was am 11. September passiert ist und weißt du warum? Einige Theorien deuten darauf hin, dass 9/11 ein Mega-Ritual war, ausgeführt, um die dunkelsten Energien heraufzubeschwören. Um ein Ritual zu erkennen, musst du realisieren, dass alles zusammenkommt, dass alles perfekt sein muss. Und das ist der Grund, warum wir glauben, dass 9/11 ein Mega-Ritual war. Wie Ralph Ellis erklärt, ist der erste Grad der Lehrtafel eine Repräsentation von Salomons Tempel. Salomons Tempel, der nach Giza modelliert wurde. Das ist also auch eine Repräsentation von Giza Plateau. Die drei Säulen sind die drei größeren Pyramiden von Giza. Und die zwei Würfeln sind die Zwischenräume oder die Tore der Pyramiden. Und ich würde weitgehend spekulieren, dass das Symbol der doppelten Quadrate des Bodens der Königskammer sind. In jeder freimaurerischen Loge ist es wahrscheinlich, dass du die zwei Säulen des Tempels Salomons und den fünfzackigen oder den flammenden Stern findest. Es ist sehr unwahrscheinlich für mich zu glauben, dass es Zufall ist, dass wir diese Elemente auch im 9/11-Vorfall vorfinden. Meine jetzige Glaubensansicht sagt, was an dem Tag passiert ist, war ein Mega-Ritual. Als die symbolischen Säulen zerfielen, wurde das Heilige vom Heiligen offenbart. Isis wurde enthüllt. Wenn wir uns die Türme als Säulen des Herkules sehen, dann ist das, was offenbart wurde, das neue Atlantis. Wir finden noch ein zugehöriges und relevantes Symbol in der Kabbala. Hier repräsentierten die World Trade Center die linke und die rechte Säule. Die mittlere Säule, geformt durch den Raum dazwischen, repräsentiert unter anderem kosmische Illumination und höheres Bewusstsein. Die mittlere Säule kann auch als World Trade Center 7 gesehen werden. Wir haben damit alle drei Säulen aus dem ersten Grad der Lehrtafeln der Freimaurer, das Salomons Tempel mit seinem Zusammenhang mit den Pyramiden von Giza darstellt, heraufbeschwört während dem 9/11-Mega-Ritual. Das bringt mich zu meiner zurzeit am meisten geschätzten Metapher für höheres Bewusstsein, dem Sternentor. Weißt du, was zwischen den Zwillingstürmen gebaut wurde? Und noch wichtiger ist die Frage nach dem Warum? Diese Konzernskulptur, die zwischen den Türmen platziert wurde, ist bekannt als Spherical Caryatid. Es wurde von Fritz König produziert und wird kurz die Sphäre genannt. Schauen wir in die Earth Consensus Library nach, sehen wir, was wir über diese Sphäre lernen können.
Wir sehen, dass König dieses Ding in Bayern gemacht hat, derselbe Ort, an dem die Illuminati gegründet wurde. Der interessanteste Aspekt des Ausstellungspunktes dieser Sphäre ist, dass der Architekt der World Trade Towers, Minoru Yamazaki, den Ausstellungsort, das Plaza, als eine Repräsentation der großen Moschee in Mekka darstellt. Und die Sphäre als ein Symbol für die Kaaba. Bald wirst du herausfinden, wieso die Kaaba. Wir sollten im Kopf behalten, dass die große Pyramide, das Zahlenverhältnis von Pi, mathematisch in ihren Bauplänen kodiert ist. Der Benben-Obelisk, die Pyramide, der Kreis und die Sphäre sind alle miteinander verknüpft. Ralph Ellis spekuliert weitergehend in Eden und in Ägypten, dass saisonalen Rituale der Muslime während der Hajj direkt aus den ägyptischen kreisförmigen Ritualen um die Pyramide von Giza entstammt. Darum glaube ich, dass die Sphäre so gemacht wurde, um alle 24 Stunden um die eigene Achse zu rotieren in dem World Trade Center Plaza. Es ahmt die saisonalen Rituale an der Kaaba und der Pyramide von Giza nach. Nun, dieser Filmemacher, wie die meisten anderen, ziehen die falschen Schlüsse, wenn es um das Verständnis der Religion und religiöse Rituale geht. Wenn Menschen über das Okkulte recherchieren, bemerken sie, dass die Rituale, Zeiten und Themen und Glaubensvorstellungen mit denen der Religionen zusammenfallen. Nur, dass beide unterschiedlichen und gegensätzlichen Zielsetzungen dienen. Und obwohl beide unterschiedliche Ziele verfolgen, diese scheinbaren Gemeinsamkeiten veranlassen, die Forschenden zu glauben, dass Religion eine Kreation des Okkulten ist und dass religiöse Praktiken auf dem Okkulten basieren. Wenn es aber in Essenz genau umgekehrt ist. Ich glaube, nur jemand, der wirklich Religion gelernt und verstanden hat, kann die genaueste und treffendste Analyse über die okkulten Gesellschaften und ihren Praktiken geben. Weil das Okkulte nicht die Gesetze des Universums geschaffen hat, sondern wie die Religion auch, sie diesen unterstellt sind. Wenn wir also Gemeinsamkeiten entdecken, so bestätigt das nur die wahre Botschaft der Propheten. Solche Entdeckungen bestätigen das Wort Gottes. Du siehst, die okkultischen Mitglieder verleugnen niemals die Existenz Gottes, aber sie haben sich entschieden, Satan zu folgen. Weißt du warum? Weil sie wie all die Gefolgsleute von Satan getäuscht wurden. Die Religion der mythischen Schulen besagt, dass der Mensch als Gefangener im Garten Eden gehalten wurde durch einen ungerechten und rachsüchtigen Gott. Dass dem Menschen nicht gesagt wurde, dass er dieselben gottgleichen Kräfte haben könnte. Dass der Mensch von seinen Fesseln der Ignoranz von Lucifer durch seinen Agenten Satan befreit wurde. Und viele glauben, dass Satan und Lucifer ein und dieselben sind, und das ist okay, weil sie es vielleicht ja sind, und dass durch das Geschenk des Intellektes der Mensch selbst Gott werden könnte. Das ist die große Täuschung, das uns heutzutage auf eine massive Weise unterbreitet wird. Und es ist aufgrund dieser satanischen Lehren, dass die okkulten Bünde mit Stolz Gott herausfordern, im Namen Satans, in all ihre Bemühungen. Als die Titanic auslief, war sie als ein unsinkbares Schiff angesehen. Wenn du das tust, wird Allah sie senken. Als sie es Herausforderer nannten, im Arabischen heißt das Wort, was ein sehr schlimmes Wort ist. Wem wollen sie herausfordern? Sie senden ein Objekt ins Weltall. Wen fordert ihr heraus? Allah subhanahu wa ta'ala, und schaut, was passiert ist. Er hat euch einfach in der Luft gesprengt. Das ist, was Allah damit anstellen wird. Und dann sagen sie, oh, es ist eine Tragödie, eine Lehrerin der 7. Klasse war mit auf diesem technischen Gefährt. Sie setzen eine Lehrerin der 7. Klasse auf dieses technische Gefährt, denken die nicht? Sie dachten, dass die Menschen so getäuscht werden. Allah sagt im Sure Yunus, sie werden so verblendet, dass sie denken, dass sie auf Erden allmächtig sind. Also geben sie eine Kampfansage aus. Wir werden sehen, wie lange die Herausforderung dauert. Wenn wir in die Numerologie schauen, betrachten wir den Baum des Lebens. Das ist etwas, das Magier benutzen. Und meiner Meinung nach ist das eine Landkarte des Extradimensionalen. So, wenn du auf die Karte schaust, siehst du 10 Punkte. Das wird Sephiroth genannt. Und innerhalb der Sephiroths hast du ganz oben die Dreieinigkeit. Und das ist alles das eine, das sich selbst betrachtet und eine Reflexion erzeugt. Gehst du von unten nach oben, hast du 10 Punkte. 10 stellt Gott dar. 10 ist das hermaphroditische, bisexuelle,
sexuelle Symbol, 1 und 0. Wenn du also bis zum Schritt 10 gelangst, das ist ihr Gott, das ist der Hermaphrodit. Wenn du aber auf 9 stehen bleibst und zu 11 überspringst, Gott überspringst, dann bist du ein Luziferianer. Weil die 11 die Nummer der Magier ist, es ist ein Schritt darüber. Wenn du den Baum des Lebens einmal absolviert hast, bist du ein Magier. Du stehst über 10. Sie erreichen das, indem sie Gott überspringen. Das ist der Symbolismus hinter 9-11. 9-11 ist die numerologische Herausforderung an Gott in ihrem Glauben.